Ton. Ach, da hat er gewartet auf Pierre Littbarski, der in diese Gasse gehen sollte. Wieder Ton. Unglaublich viel Bewegung im deutschen Spiel. Völler. Böses Foul von Anderson, obwohl ich glaube, es war keine Absicht. Da hat ihm das Alter einen Streich gespielt. Er war einfach nicht schnell genug gegen diesen Antritt. Ebenso wie Adams. Jetzt passen Sie auf, Anderson, da versucht er, den Ball hineinzugrätschen. Kommt ein Tick zu spät, als Völler schon vorbei ist. Aber für ein Freundschaftsspiel, für meinen Geschmack jedenfalls, mit etwas zu viel Einsatz. Da kommt er. Liv Anderson. Littbarski. Sechster Eckball. Peter Beardsley hat da hinten mit aushelfen müssen. So groß ist der Druck der deutschen Mannschaft inzwischen. Nur noch Lineker in der Nähe des Anstoßkreises. Ansonsten alle Engländer auf die zweite Spitze Beardsley im eigenen Strafraum. Wieder diese angeschnittenen Eckbälle von Pierre Littbarski, die ungeheuer gefährlich sind. Und Chilton, Missverständnis der Engländer und wenn man so will, ein direkt verwandelter Eckball. 2:0, Torschütze erneut Pierre Littbarski. Wir schauen uns mal an, ob da noch ein englischer Kopf dazwischen war. Pierre macht ein riesen Länderspiel. Die Zeitlupe. Ich glaube fast, dass Anderson den Ball noch mit dem Hinterkopf abgefälscht hat. 2:0 Führung. Hier kann man es besser erkennen. Ja, Anderson war noch am Ball. Und die Zuschauer verlangen Zugabe. Aber 2:0 gegen England. Und das alles innerhalb von 33 Minuten ist ja auch schon nicht was. Da sehen Sie den größten Unterschied. Diese Innenverteidigung mit Adams und Mabbott. Das ist Tony Adams jetzt hier bei Klaus Allofs. Auch der Stadionsprecher wertet dieses Tor als Eigentor von Anderson. Und Fronzek. Zum ersten Mal muss er da richtig rein in dieses Gefühl im 16-Meter-Raum. Bis zur Europameisterschaft zumindest die Nummer 1 im Team von Franz Beckenbauer. Das müsste Eckball geben. Korrekte Entscheidung. Der Einsatz von Rudi Völler hat gut gelohnt. Es war klar für ihn, dass er diesen Ball nicht mehr würde spielen können. Aber er zwingt zumindest einen Eckstoß, den siebten für die deutsche Mannschaft. Und von der rechten Seite schießt die mit dem linken Fuß der Kapitän Klaus Allofs. In der deutschen Mannschaft stimmt im Moment fast alles, der kämpferische Einsatz. Auch die Technik kommt nicht zu kurz. Dorfner. Ja, das konnte man auch andersrum pfeifen. Adams gegen Buchwald. Zwei Innenverteidiger von ähnlicher Körpergröße. Und ich habe da schon den langen Arm auch von Herrn Adams gesehen. Und Ton bei ihm. Wieder Barnes. Einwurf Anderson.
Foul von Fonsec an Barnes. Eine glänzende Techniker, das haben Sie bei diesem Einwurf gesehen, wie er den Ball am Fuß hat sofort. Der springt nicht weg, keine 4-5 Zentimeter. Bleibt liegen. Wie überhaupt das englische Mittelfeld ja technisch ziemlich stark ist. Freistoß Hotel. Das Opfer. Aber ich glaube, sie schenken sich da beide nichts. Weder die Engländer noch die Deutschen. Für die deutsche Mannschaft, der war beim Aus. Riesenstimmung im Düsseldorfer Rheinstadion in einem guten Kampfspiel. Anderson, der Unglücksrabe beim Eckball von Litvarski. Kohler steht goldrichtig. Das muss man pfeifen. Ist auch gepfiffen. Der Versuch eines schönen Direktspiels von Olaf Thon und gesperrt. Paolo Casarin macht bisher ein gutes Spiel, finde ich. Er pfeift gut, konsequent, aber auch großzügig genug, um den Spielfluss nicht zu hemmen. Franz Beckenbauer wird sich freuen, denn zuletzt waren die italienischen Schiedsrichter ja nicht unbedingt für seinen Fall. Ich denke an Agnolin beim 1:4 in Wien. Alofs! Klaus Alofs wackelt nicht lang. Sie nutzen jede Chance, die sich ihnen bietet zum Torschuss. Fonsec dazwischen auch der Einsatz vorbildlich. Denn gerade durch den Einsatz sind immer wieder solche Chancen entstanden. Mit einem ungeheuren Laufpensum, gutem Blick fürs Spiel, für die Situation und Fehler von Herbert. Lineker, toll stand. Buchwald hat aufgepasst. Normalerweise umgekehrt. Da reißt Birzley die Lücken und Lineker steht dahinter und vollendet. Völler, der macht alleine,
Rechts war schade, rechts an Olaf Grundmann. Ja, man muss den Ball führen gegen diese technischen Dribblings, ist die Abwehr anfällig. Und ganz souverän Jürgen Kohler. Und da steht Lineker frei und er macht das Tor. Er macht das Tor. Haben Sie es gesehen? Ganz schnörkellos. Die einzige Chance, diesen Ball unterzubringen, war mit dem Außenriss zu spielen. Technischer Fehler von Guido Buchwald. Und jetzt mit dem Außenriss. Kurze Ecke war zu, nur so geht's. Seine Tore sind keine Kunstwerke, sagen viele. Er findet aber immer einen direkten, geradlinigen Weg zum Tor. Beardsley und Lineker. Englands Torfabrik hat zugeschlagen. Das 1:2 in der 42. Spielminute. Der Verlauf also ähnlich wie beim letzten Länderspiel gegen Frankreich, als die deutsche Mannschaft 30 Minuten herrlichen Fußball bot. Dann kam kurz vor der Pause der Anschlusstreffer. Guido Buchwald wird behandelt, rechts vom Mannschaftsarzt Professor Hess, links vom Physiotherapeuten Katzenmeier. Franz Beckenbauer. Ja, es tut mir leid für den Stuttgarter, dessen Einsatz vorbildlich ist, der sich selbst nicht schont, immer wieder in die Bresche springt, aber er hat halt diese technischen Probleme. Und zum ersten Mal werden die englischen Fans richtig lautstark. 6.000, 7.000 sollen es sein. 2,5 Minuten zu spielen noch in der ersten Halbzeit. 2:1 für die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland.